Und hiermit auch Hallo an alle Zuschauer von YouTube. Wir gucken uns heute noch immer ein paar Traumstädte an. Trauminseln, eher gesagt. Ja, Trauminsel, Schlummerinsel-Dinger. Auf jeden Fall, heute gucken wir uns eine... Wie heißt es nochmal? Eine unheimliche Insel. Wir gucken uns eine unheimliche Insel an. Also für euch heute, für den Chat ist es immer noch der gleiche Tag, weil ich halt einen großen Stream mache, wo ich mir halt eben die ganzen Inseln am Stück anschaue. Wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt... der Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch alles live kommentieren. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. 33 51 87 54. Okay, 8 9 5 6. Okay. Vielen Dank. Geben Sie mir einen Moment, um die Bibliothek der Träume zu durchstöbern. So, ich poste es auch nochmal in den Chat für alle, die sich die Insel gerne angucken möchten. Die Insel heißt Wednesday. Ich bin gespannt. Wunderbar. Dann hat alles seine Richtigkeit. Schließen Sie Ihre Augen und entspannen Sie sich. Okay. Öffnen Sie Ihren Geist. Den Datenstrom und betreten Sie... Was? Was? Was soll ich betreten? Oh, es regnet sogar. Das ist wahrlich unheimlich. I want to believe. Wenn ich das da oben schon sehe, öffnen Sie nun Ihre Augen. Sie befinden sich in den tiefen Schlaf. In einem tiefen Schlaf. Sie träumen von einer Insel namens Wednesday. Wenn Sie aufwachen möchten, legen Sie sich auf dieses Bett und holen... drücken Sie dann... Ja. Okay, 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 alles klar. Fangen wir an. Okay. I want to believe. Bin gespannt. Okay. Das Tum-Nook-Zeichen erinnert mich ein bisschen an Starbucks. Ich denke mal, das ist auch gewollt. Okay, ist ein kleines Café. Mit creepy Musik. Sie hat sogar einen Schirm, schreibt Traumophant. Das stimmt. Was haben wir hier? Hier wird Zeug verkauft. Sieht sehr esoterisch aus. Ich weiß es noch nicht, was mich erwartet. Wie süß, schreibt Jellybean. Und ich frage mich, was ist denn süß? So. Ich liebe diesen Mond. Er ist einfach so wundervoll. Mir fällt gerade auf, dass Serenadas der einzige AC-Charakter mit Oberweite ist. Ist das so? Jojo, ey, diese Kommentare. Das Fake Starbucks, mein Chatty. Ja, das ist süß. So, hier, rotes Laub. Oh yeah. Ah. Hi, Kiesbert. Wie heißt du? Eckhart. Oh, Bocco. Wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Willkommen auf Wednesday. Oh mein Gott. Die Musik ist teilweise echt verstörend. Wo wohnt denn hier? Oh mein Gott. And you are Lutz. Willkommen in meinem Traumhaus vorbei. Es ist ja dein Haus, hm? Willkommen in deinem Traumhaus. Okay, Lutz, alles klar. I'm sorry, aber das war eine Info, die ich mal loswerden musste, schreibt Jojo mit Bezug auf die Oberweite. Okay, wir wissen alle jetzt, es gibt Animal Crossing-Charaktere mit Oberweite. Herzlichen Glückwunsch an diese. So, was haben wir denn jetzt hier? Aha, aha. Coco ist auch wieder dabei. Ich hätte gerne vielleicht, oh mein Gott, das sieht wieder mega aus hier, ne? Dann guckt euch das einfach mal an. Ist euch bei der ersten Insel, die wir uns angeguckt haben, wurde ja kritisiert, dass sie zu zugestellt sei. Ist die euch auch zu zugestellt oder ist das noch okay? Weil das finde ich eigentlich auch okay. Ich glaube, so ungefähr würde ich es, glaube ich, auch machen. Man kann auch überall gut lang gehen. Es leckt auch noch nicht so sehr. Nee, das geht besser. Ja, ich finde es okay. Das ist gut. So, dann kämpfe ich mich mal hier durch die Nacht. Ich hoffe, dass ich doch irgendwie ein Haus von ihm finde. Die Häuser sind eigentlich auch immer sehr interessant, denke ich. Jetzt auch wieder so ein komischer Käfer auf dem Boden. So. Oh, was machen die da oben? Sieht aus wie ein Ucha-Board. Mit einem Ast drauf. Ein Ucha-Board.
Astbord. Ich glaube, der Ast ist da aus Versehen drauf gefallen. Oh. Oh mein Gott, da ist Blut auf dem Boden. Seht ihr das? Das ist ein Pentagramm. Das würde ich mir gerne mal genauer angucken. Lässt das Spiel mich? Oder eher nicht? Das sind vielleicht so Sachen, die man noch so am Rand sehen kann, ne? Oh, ist ja fies. Da kann man gar nicht hoch. Man sieht es nur so ein bisschen. Haha. Das gefällt mir schon mehr. So ein bisschen verstörend, ein bisschen blutig. Warum auch nicht, ne? Oh mein Gott. Die spielen Phasmophobia, schreibt Shelly. Ja, das tun sie wahrscheinlich. War ich bei der ersten dabei? Bei der ersten was? Ich find's auch voll okay. Ist nicht so voll. Yume, wenn du meine Kanalpunkte nicht, dann ist das auch okay. Okay, ich guck mal, ob ich die zurückbekomme. Hallo, wenn nicht, notiere ich mir den Namen einfach mal. Und dann gucken wir mal, ob du das nächste Mal einlösen kannst. Ich dachte eigentlich, dass ich das bestätigen müsste. Aber ich finde gerade die Liste dazu nicht. Ich muss noch mal gucken, ob ich das finde. Wie band man noch mal Zuschauer? Was zur Hölle? Okay, meine Mods haben gerade... Ja, du bist der Mod, das stimmt. Unterbunter jetzt erstmal am Leuteband. Oh, das ist ja cool. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ist der auch Halloween only? Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ist ja krass. Vermutlich aber, weil das so fett ist, wird er nie platziert. Oh, ich liebe dieses Pappgeschirr. Einfach mal dieses Kürbis-Pappgeschirr. Nur Scherz, oh nein. Die ersten Mods hier sind schon am Bands ankündigen, die natürlich nicht stattfinden. Oder? Warum haben eigentlich alle mal mit diesen Schildkröten? Da unten. Das sind ganz viele Schildkröten mit Laptop und so. Die gucken anscheinend gerade Netflix. Nein, die gucken vermutlich gerade meinen Livestream. Das wäre natürlich noch toller. Ja, also hier oben, das mit dem Teddy und so. Ich mag auch so die, ich weiß nicht, ich mag das so, dass man hier so ein bisschen noch hochgucken kann und hier so, dass es so ein bisschen angedeutet wird, dass da oben irgendein creepy Shit passiert, sage ich mal. Aber man kann es sich nicht genau angucken, so. Das ist schon cool gemacht, das gefällt mir. Komme ich irgendwie hier hinter? Ich muss mal gucken, wie das alles hier funktioniert, was steht da? Wanted. Rainer. Oh, die Pilze sind so toll. Ah, UFO. Hier wurden UFOs gesehen, oder was? Alter, was ist hier los? Wieder irgendein krasser, ich weiß nicht, Phasmophobia-Shit? Ich weiß es nicht. Ich meinte mit meiner Frage, ob ich bei der ersten Insel schon dabei war. Ich bin erst kurz vor 17 Uhr dazugestoßen. Ich glaube, dann warst du... Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich glaube nicht, Toni. Ich glaube, ich habe schon mir eine Insel angeguckt. Ich habe, glaube ich, so halb fünf angefangen, die erste Insel mir anzugucken, ungefähr. Oh, das sieht natürlich auch interessant aus, wenn man hier hochkommt. Hi. Dieser Vogel ist nice. Den hätte ich auch gerne. Kann man den bauen? Ich baue mir meinen eigenen Vogel. So wie der Fullmetal Alchemist so ein bisschen. Oh Gott, das wäre noch creepiger. Oh, ist auch cool mit dem Stock so daneben, ne? So in den Sand reingemalt. Ah, aber so richtig verstörend ist es noch nicht. Vielleicht, weil man hier vielleicht auch Inseln melden kann und sie sollen nicht zu verstörend sein. Ich weiß es nicht. Also, weil habt ihr so ein bisschen richtig gruselige Inseln? Weil das ist ja hier mehr so... Ja. Oh, die ist ganz grün. Ja, Moskitos are endangered. Okay. Ja. Ja, in der Tat, das ist eine Insel. Was haben wir hier? Oh, der Boden ist schön. Ich habe irgendwie Angst, ich möchte irgendwie... Jetzt laufe ich hier wieder so ein bisschen rum. Also, hier unten lang. Hallo, Honey, danke für dein Follow. Ich glaube, ich muss es ein bisschen kleiner ziehen, oder? Das ist ja voll riesig eigentlich. Komm, wir machen mal die arme Honey kleiner. So. Weil das jetzt das ganze Bild einnimmt. Hup. Jedenfalls vielen lieben Dank für den Follow. So, ich gehe mal jetzt hier hoch. Ich möchte irgendwie hier oben irgendwie nochmal die Ecke genauer angucken. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. War ich hier jetzt schon so? Boah, ich habe gerade wieder total die Orientierung verloren. Ich finde die besser als die erste, schreibt Traumophant. Du findest die Insel besser als die erste? Ernsthaft jetzt?
Also ich finde, die erste ist ungeschlagen für mich. Das ist einfach mit Abstand für mich die beste. Oh, guck mal hier, Nessie. Das ist süß gemacht. Und wieder hier mit irgendwelchen blutigen Pentagrammen. Ah, das ist ein Pilzhocker, ne? Sie könnten ruhig ein bisschen pilziger aussehen, oder? Ich weiß es auch nicht. Hallo, Honey. Gleich mal ein bisschen was reinspammen. Huhu. So, kann ich hier lang? Das Spiel lässt mich gar nicht hier lang, ne? Wie komme ich denn da hin? So ein bisschen auch so ein bisschen Suchaktion, ne? Bei den ganzen Inseln. Wie kommt man da hin? Hm. Nein, nein. Ja, 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 ja. Und jetzt komme ich hier rein? Okay. Das ist das Haus. Na gut, dann, wenn das Spiel das so möchte, dann gucke ich mir das Haus mal von innen an. Hui! Klack. Naja, Jelly schreibt, naja, könnte man in Animal Crossing sowas richtig Verstörendes überhaupt machen? Ich finde einfach alles süß. Also, ich habe mir, wie gesagt, schon so ein paar verstörende Sachen angeguckt bei New Leaf. Die waren echt gut. Die erste hatte geile Ideen, aber diese ist halt viel offener. Ja, aber ich mag die erste trotzdem lieber. Die erste Insel. Das war bis jetzt für mich die schönste. Alles ganz duster hier. Ich muss voll angestrengt gucken, um noch was zu erkennen. Gibt es hier auch einen helleren Raum? Ah, das sind die Serenata-Betten. Manchmal, wenn man ja auch hier... Bei den anderen war das so, dass es hier immer mal auch noch so... Ah! Oh mein Gott, guckt mal hier. Kennt ihr das? Erkennt ihr das Bild wieder an der Wand? Ihr könnt es mal, bevor ich es auflöse, mal in den Chat oder in die Kommentare schreiben. Wer erkennt dieses Bild? Oh, das war verstörend in meiner Kindheit. Das war richtig schlimm. Mal gucken, ob der Chat drauf kommt, woher das Bild kommt. Wie lange ich schon streame, fragt Hani. So seit ein, zwei Wochen. Romofan schreibt, es sagt ihm nichts. Das ist von Mr. Bean, oder? Genau, Steffi hat es erkannt. Das ist von Mr. Bean, dem Film. Oh, sie hat es erkannt. Und das war so schlimm, dieser Film. Ich bin innerlich gestorben. Ich war noch mal klein. Wie heißt der? Irgendwas mit Katastrophe. Warte mal, ich google mal, wie der Film hieß. Irgendwas mit Katastrophe. Mr. Bean, die totale Katastrophe oder irgendwie sowas. Ah, Mr. Bean, der ultimative Katastrophenfilm. Genau, so hieß der. Oh. Ja, genau. Bakachu schreibt es auch gerade. Er schreibt, Stream ist seit ungefähr zwei Wochen jetzt. Hallo, Yoshiko Shinto. Danke für dein Follow. Was passiert da? In einem Mr. Bean-Katastrophenfilm? Na, es gibt irgendwie, wie war denn das? Ich krieg das gerade gar nicht mehr zusammen. Der ist irgendwie in irgendeiner Ausstellung oder in einem. Ja, in irgendeiner Ausstellung oder so. Und da ist so ein Gemälde an der Wand und da kommt ein Fleck drauf. Und der wird den Fleck wegmachen und löst damit aus Versehen die Ölfarbe ab. Von irgendeinem Meistergemälde. Und dann hat er einfach mit dem Kuli dann so das Gesicht so drauf gemalt. In der Hoffnung, dass es keiner merkt. Und, oh, es war so geil. Das war so schlimm. Also ich war als kleines Kind da im Kino und ich bin innerlich gestorben. Das war so, also dieser Film, der war so unangenehm für mich. Okay. Hallo und gerne. Einfach Yoshiko. Oder Yoshi ist okay. Alles klar. Danke, dass du hier bist. Das freut mich. Hier sind anscheinend ganz viele einzelne Zimmer. Hat auch so. Das ist das einzelne Waschding. Es hat auch was sehr Altertümliches. Oh Gott. Meistens haben die hatten auch immer. Also ich will das jetzt nicht zu sehr jetzt vergleichen. Aber bei Animal Crossing New Leaf hatten die Zimmer. Also war das oft so, dass die das Zimmer ganz normal aussah. Und dann hatte es immer so ein verstörendes Detail. Wo man, oder so ein Easter Egg, wie gerade eben. Und dann hat man sich dann auch mal gefreut. Aber hier sehe ich gerade nichts. Hier wäre es zum Beispiel, wenn da oben ein Ucha-Board liegen würde oder sowas. Aber hier, das sieht alles relativ normal aus. Okay. Also, ich habe gerade einen kleinen Teil von der Insel gesehen. Sie ist um Weiten besser als meine. Also weiß ich nicht, ob ich will, ob sie jemand sehen kann. Was ist denn los, Honey? Was meinst du?
Meinst du jetzt die Insel hier? Weil Hanni schreibt gerade, dass sie überlegt, ob andere ihre Insel sehen sollen. Die meisten Inseln sind übelst krass. Also meine Insel ist ja auch, ich spiele ja auch Animal Crossing, jetzt unabhängig davon, dass ich mir Inseln angucke. Und da ist ja auch alles viel krasser als das, was ich mache. Ist hier noch? Ich gucke mal, ob ich irgendwelche Details finde. Aber es ist auch einfach so super dunkel. Ich sehe nichts. Hat eben nur diese krassen Bilder. Und hat eben das eine Mr. Bean-Bild. Das war das Highlight bisher im Haus. Ich meine auf Deutsch, dass meine Insel kacke aussieht. Ja, ich glaube, von vielen Inseln sieht kacke aus, wenn man sie mit irgendwelchen krassen Online-Inseln vergleicht. Das ist ganz normal. Okay, Traumofan schreibt, dass seine übelst krass war und ich habe vor Freude geweint. Auf jeden Fall. Diese ganzen Gemälde. Das ist eigentlich ganz nett, aber mir fehlen hier so ein bisschen die Details. Also, dass man irgendwo so einen Blickfang hat. Es ist alles schön eingerichtet und so, das möchte ich nicht bestreiten, aber es fehlt irgendwie so ein Wow-Ding. Vielleicht bin ich auch einfach zu anspruchsvoll. Also, der Teppich ist wow. Das möchte ich sagen. Der gefällt mir gut, aber der Teppich, der ist ja vom Spiel schon gegeben. Da bin ich gerade sehr kritisch. Ich sollte Inselkritiker werden. Ich werde professioneller Inselkritiker. So, ich schau mal weiter. Oh, das gefällt mir. Also, so, der hat mir bei der einen Insel doch auch so eine Schatzkammer im Keller. Die ganzen Münzen finde ich übelst geil. Das ist ein vorgefertigter Teppich, oder? Weiß das jemand von euch im Chat? Ich habe auch den Teppich, schreibt Hani. Der ist super. Wo kriegt man denn den Teppich her, Hani? Also, ich meine jetzt, du meinst jetzt bestimmt diesen Krusel-Kürbisteppich. Kann man den aus Kürbissen basteln irgendwie? Kriegt man da eine Bauanleitung oder muss man den kaufen? Und Toni schreibt gerade, dass sie ekelhafte Pizza hatte. Perfekt. Hast du das machen können? Ich bin froh. Das müsste der Piratenteppich sein, schreibt Traumophant. Okay. Und das ist natürlich der perfekte Teppich für so ein Zimmer, ne? Das ist schon krass. Ah, okay. Und den Teppich oben, schreibt Traumophant gerade, den gibt's an Halloween. Perfekt. Oh, der Teppich ist ja auch cool hier, ne? Dieser kleinere. Das ist so ein Inselkartenteppich. Richtig super. Gefällt mir. Oh, ich lauf falsch. Hanni schreibt, ich muss dafür Jakob Lollis geben, dann bekomme ich den Teppich. Das klingt natürlich super. Ich weiß gar nicht, wie ich Lollis bekommen soll, aber das kriege ich schon irgendwie raus. Oder Bonbon. Soll ich ihm Bonbons geben? Boah, ich habe gerade keine Ahnung. Stimmt! Oh mein Gott! Da kann ich irgendwie schockiertes Emote machen. Schockiertes Emote. Schockiertes Emote. Schockiertes Emote. Wo ist er? Nein. Doch da. Oh mein Gott. Ich habe vergessen, meine Bonbons heute zu kaufen bei Nepp und Schlepp. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Uff, 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 uff. Ah, da geht's zu Nessie. Da waren wir schon. Da oben ist Coco. Da kommt irgendwie da hoch, ne? Aber ich muss auch sagen, also vom. Ja, irgendwie die Insel ist schon besser. Die hat eine interessantere Führung, sag ich mal. Durch die ganzen Gräben, nenne ich es mal. Und die ist auch nicht so extrem vollgestopft mit Gegenständen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele die Insel hier besser finden als die allererste dieser Reihe. Wobei ich die allererste doch schon selbst schöner fand. Aber das ist eben auch sehr subjektiv. Die Frage ist, gibt's hier gibt es eine Karte. Ich kann ja mal gucken. Ah. Ah, da kann ich sehen. Hier unten auf der Karte, die Großen, das sind Häuser, die Personen selbst eingerichtet haben, oder? Da würde ich sagen, wir gucken uns auf jeden Fall mal auch die Häuser hier an. Ich weiß gar nicht, ob wir uns bei der allerersten Insel die Häuser angeguckt haben. Alle bestimmt nicht, oder? Ich habe mich da irgendwann. Wieso kam ich eigentlich nicht selbst auf die Idee, einfach mal auf die Karte zu gucken? Ich Doofnuss. So, jetzt muss ich noch gucken, wie ich nach oben rechts komme. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Welche war denn die allererste? Das war so eine Halloween. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das war halt so eine Halloween-Herbstinsel. Die war sehr zugestellt, aber es hat mir sehr gut gefallen. Oh mein Gott, was ist das denn? Have you seen me? Das ist Mothman. Kennt ihr Mothman? Oh mein Gott. Nein, Halloween. oder du musst den Bonbons Bewohner geben. Okay. Den Bewohnern Bonbons geben. Genau, ich gebe meinen Bonbons Bewohner. Dann essen die Bonbons die Bewohner. Oh mein Gott, eine blutige Axt. Man sieht sie nicht richtig. Oh mein Gott, so gruselig. So, ich muss da trotzdem gucken, wie ich da rüberkomme. Ich möchte mir gerne das Haus angucken. Ich bin total überfordert.
Hey Wolfgang. Boah, ich glaube, ich schlafe gerade übelst falsch, oder? Ich schlafe einfach mal so rum. Ich schlafe mal mit der Kirsche. Nee, ich glaube, das ist falsch. Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Das ist so schlimm. Ich verlaufe mich auf Inseln immer. Ich will eigentlich einfach noch irgendwie hier runter vielleicht. Ist das richtig? Nee, komme ich auch nicht weiter. Potions and Elixirs. Geil. Ich will mir noch das Haus angucken. Okay. Oh, hier, guck mal, hier ist sogar so ein roter S-Ballon. Ja, schon ganz nett. Susan, Trick nicht vergessen. Ja. Dieser Lesefehler hat mich gerade echt zum Lachen gebracht. Welcher? Was? Ich krieg schon gar nichts mehr mit. Mach mal Platz hier, Wolfgang. Wie komme ich denn hier runter? Oh mein Gott. Leute, ich werde sterben. Weiß einer von euch, wo ich lang muss? Boah. Ja, übrigens, hier ist ein Pilzkreis. Das ist, glaube ich, auch so ein Hexending, ne? Pilzkreis, das sind Hexensachen. Also, dachte man damals. Eigentlich ist es ja nicht so, aber man hielt jetzt immer für Hexenwerk. Wie komme ich denn hier runter? Was ist denn das hier? Ich werde langsam sorti. Muss ich hier oben rum? Oh mein Gott. Hier so? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Oh mein Gott, ich werde sterben. Ach so, das mit den Bonbons und den Bewohnern, meinst du? Ja, sorry. Ich verlese mich gerne mal. Ich gebe meinen Bewohnern immer meinen Bonbons immer Bewohner. Oh mein Gott, wenn ich es richtig sagen will, sage ich es falsch rum. Und wenn ich es falsch sagen will, sage ich es richtig. Die sind überall, diese Pilzkreise. Voll cute. Ich glaube, ich bleibe in dieser Obendrauf-Ansicht. Die hilft mir irgendwie, glaube ich, ein bisschen dabei, hier halbwegs die Orientierung zu bewahren. Was ist denn hier los? Ach, das ist der Campingplatz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wo bin ich denn jetzt hier? Wir gucken mal. Uff. Okay. Ich renne. Ich glaube, ich bin falsch. Bin ich falsch? Bin ich richtig? Bin ich... Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Oh mein Gott. Ah, hier kann ich runter. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe einen neuen Orientierungspunkt gefunden. Okay. Ich habe schon mal den Eingang gefunden. Okay. Die Frage ist, wie komme ich zu den Häusern? Ich finde... Oh. Go back. Hm. Das ist natürlich sehr einladend. Das ist natürlich das Geilste, wenn du von hier kommst, ne? Du gehst auf die Insel und da steht da, go back. Das ist natürlich geil. Ah, ich glaube, in der ganzen Ecke war ich noch gar nicht. Oh Gott, Vogelscheuchen sind immer gruselig. Oh mein Gott. Aha. Wer bist du denn? Du bist ja voll cute. Ah, Victor. Was läuft denn hier? Kennen wir uns? Halt, viel wichtiger. Wo ist mein Kissen hin? Ich weiß nicht, die süßesten Charaktere sind immer die Verschlafenen und Verfressenen. Ich weiß nicht, die sehen auch immer am niedlichsten aus. Oh, ich habe in der Tat ein Haus gefunden. Zwar nicht das, was ich eigentlich ursprünglich zuerst wollte, aber es ist ein Haus. Ich denke, wie vollgestellt hier alles ist auch. Also es ist nicht so krass vollgestellt wie die ersten, die wir uns angeguckt haben, oder das erste. Aber es wirkt trotzdem alles sehr... verwinkelt. Ich liebe auch diesen Neandertaler-Schädel da unten. So, wir gucken mal. Mal gucken, ob es in dem Haus noch irgendwas gibt. Vielleicht noch eine Mr. Bean-Referenz. Man weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Gluck, 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 gluck. Das ist doch genau das, worauf ich Bock habe. Das ist doch super, oder? Jetzt kommst du rein und denkst so, okay, kein Bock mehr. Direkt keinen Bock hier reinzugehen. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Das ist genau der kranke Scheiß, den ich sehen möchte. keine Ahnung, irgendwelche kleinen, grusigen Puppen, die hier irgendeine Seance abhalten. Ich weiß es nicht. Finde ich gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Was haben wir hier? Alter, wenn der mich jetzt so Jumpscare-mäßig anspringen würde, ich würde so schreien, weil ich einfach null damit rechne. Was ist denn das überhaupt? Ist das einfach nur... Ist das einfach nur ein Custom-Umhang oder was ist das? Achso, das ist einfach nur... Ah, verstehe.
Mr. Bean war schon etwas gruselig. Immerhin hat er immer so gestammelt. Schreibt Robofan gerade in den Chat auf Twitch. Ja, ne, ich fand ihn nicht gruselig, aber er war schon merkwürdig. Mr. Bean war definitiv merkwürdig. So, oh. Okay, tschüss. Oh mein Gott. Raymond. Also, wie heißt er im Deutschen? Ich habe vergessen, wie er heißt. Wie heißt Raymond im Deutschen? Da oben ist auch noch ein Bild. Oh mein Gott, da scheint jemand Raymond ganz toll zu finden. Möchte er ihn irgendwie beschwören? Ist auch wieder so ein Ouija-Board. Ich denke mal, das soll ein Ouija-Board sein. Ein kleines. Das finde ich schön. Ich mochte Mr. Okay. Toni schreibt, ich mochte Mr. Bean nie. Aber wenn's kam, habe ich's geschaut. Overrated heißt er. Okay, das ist nicht Raymond, es ist Gunnar. Stimmt. Im Deutschen hieß er Gunnar. Der overrated Gunnar. Aber immerhin. Krasser wäre es, wenn. Also, ich fände es jetzt, glaube ich, noch gruseliger, wenn die ganze Wand voll mit seiner Fresse wäre. Also, wenn überall die Poster hängen würden. Wie es ob jemand irgendwie so total krankhaft obsessed mit ihm wäre und ihn einfach nur anbetet. Okay, der gute Gunnar. So, ich gehe mal hier rein. Mal gucken, was hier vor kranker Shit auf uns wartet. Die Insel ist schön. Das genau das wollte ich eigentlich. Ah, verstehe. Okay, die gefakte Mondlandung. I see. Oh mein Gott, jetzt unabhängig davon, Leute. Aber wie geil schön ist einfach mal diese Tapete. Vor allen Dingen hat die drei Stufen, ne? Oder sogar noch mehr? Ne, drei. Ist jetzt so ein 3-Stufen-3D-Effekt. Also vorne, oder vielleicht zwei sogar? Ne, nur drei. Entschuldigung, ich rede gerade, glaube ich, mit mir selbst. Es sind ja quasi irgendwie drei Ebenen, ne? Die vorderste mit dem größten Stern, dahinter ist noch eine und dahinter ist noch eine Ebene. Ist voll schön programmiert. Das ist eine schöne Tapete. Hast du schön gemacht. Das ist wirklich eine schöne Insel. Gefällt mir voll gut. So. Weiter geht's. So, nachdem jetzt die Mondlandung gefaked wurde, was sehen wir als nächstes? Okay. Auf was spielt das denn bitte an? Auf irgendeine Art von Regierung, die aus kleinen Zwergen besteht, die die gesamte Welt bewachen und in Geld schwimmen? Ist das irgendeine Art von Verschwörungstheorie? Matrix 2. Ich habe Matrix nie gesehen. Könnte sein. Das ist ja super verstörend. Die Zwerge machen irgendwie alles nicht besser. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal Matrix 1 gesehen, ne? Okay. Das ist was sehr Verschwörungstheoretisches auf jeden Fall. Genau wie bei der Mondlandung eben. So, jetzt mal hoch und runter gucken. Unten ist immer so, dass unten, da warte ich immer am meisten. Mal gucken, was sie sich überlegt haben. Ich schlage immer gegen das Mikro. Oh, hier. Raumschiff Voyager? Das ist Raumschiff Voyager, oder? Ist das Star Trek? Nee, Raumschiff Voyager, oder? Das ist schön. Oh, schönes Programm. Boah, ich mag die Tapete auch voll. Coole Tapete, schreibt der Raumofant. Ja, die ist echt super. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es auch sowas Krasses gibt. Vor allem der Boden passt ja auch noch dazu, ne? Alles klar. Das war schon super. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Keller noch bietet. Oh, falsch. Ah! Na komm, dann gehen wir nochmal schnell rein. Keller los, Keller los. Komm, rein da. Oh, yes. So. Ah, jetzt gucken wir uns den Teller, genau. Den Ticket-Teller an. Den Keller. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Aha, ja, okay, das ist einfach Rumpelkammer. Mit krassen Aliens, die gezüchtet werden.
Verrückter Professorzeug? Irgend so etwas? Oh mein Gott, die ganzen Alien-Dinger. Alien, sage ich schon, Insekten. Ein Biolab. Ja, wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. Kann ich mich. Ich dachte, ich kann mich da draufsetzen irgendwo. Doch, da. Ah, da kann ich mich sogar drauflegen. Warum auch nicht? Ja, das sieht schon aus wie ein Biolab. Ich mag auch die zerknüllten Sachen hier auf dem Boden. Wie kriegt man sowas? Habt ihr sowas bei euch? Mega cool, schreibt Bagachu. Dankeschön. Wisst ihr, wie man. Also, es ist eine merkwürdige Frage, wenn man sie stellt. Aber wisst ihr, wie man zerknülltes Papier bei Animal Crossing bekommt? Stimmt, ich muss ja hier hoch. Ich Doofnuss. So, gehen wir mal hier lang. Und dann würde ich mir jetzt gerne auch das letzte Haus angucken. Die Erwartungen sind jetzt hoch, also das fand ich gut. Ich mochte besonders den Eingangsbereich mit diesen komischen Puppen. Puppen sind immer gut. Muss ich hier lang laufen? Null Orientierung einfach. Guck noch mal ganz kurz, was es hier so gibt. Ja, ja, ja. Das ist eindeutig eine gut eingerichtete Stadt. Hi. Ah, wer bist du denn? Du siehst aus wie eine Vampirin. Come play with me. Forever. Oh mein Gott. Der hat auch so rote Haare, ne? Und ist so blass. Ist bestimmt ein Vampir. Die Insel ist echt cool. Das stimmt, Yoshiko. Das stimmt definitiv. Die ganzen Kürbisse. So, ich will eigentlich. Ist das das Haus hier? Was ist das? Was steht da? Dunder? Niffelheim? Oder Müffel? Niffel? Ich kenne doch Niffelheim. Wir gucken mal. Vielleicht habe ich es doch falsch gelesen. Gunnar! Altes Haus, was machst du denn hier? Oh mein Gott. Da muss ich gleich die richtige Taste finden, um das hier zu machen. Hi. Entspann dich. Bleib so lange du magst. Oder bis du aufwachst. Was eben zuerst passiert. Weste? Sagt er Weste? Ist Gunnars Spruch Weste? Oh, das ist ja witzig. So. Have you seen me? Das ist der Mothman. Gehört Niflheim nicht eigentlich zur Sage der Wikinger? Also so mit dem Weltenbaum und so? Hätte ich auch gedacht. Ich glaube, Niflheim ist irgendwie das Totenreich oder sowas. War das nicht so? Irgendwas in die Richtung. Würde ja passen. Ist ja hier auch alles so ein bisschen creepy, möchte ich mal anmerken. Wir gucken mal. Oh Gott, hoffentlich bin ich richtig. Wo muss ich denn hin? Denkt ihr so, das, ach, da vorne ist es auch schon. Da ist es schon. Das Fahrrad hier, ne? So. Dann show me what you got. Oh Gott, da ist sie wieder. Sie verfolgt mich. Also wie gesagt, Yoshiko fragt, ob Niflheim nicht zu der Sage der Wikinger mit einem Weltenbaum und so gehört. Und ich glaube auch. Wenn es jemand weiß, kann das gerne schreiben. Was ist denn das auf dem Boden? Was ist das? Es glänzt. Ist das eine Schabe? Die Frage ist, sind das dann. Also, sie glänzt so komisch. Ist das einfach nur eine Textur, die man custom-mäßig da draufgelegt hat? Ja, oder? So, Toni schreibt, ich dachte, Valhalla oder wie das geschrieben wird, war was mit den Wikingern. Vielleicht habe ich zu viel Dragons geschaut. Ich glaube, Valhalla, es geht auch so in die Richtung, aber Valhalla ist, glaube ich, dann eher sowas wie der Himmel, oder? Und Niflheim ist dann vielleicht die Hölle? Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst euch mal auf YouTube die Wikinger-Mythologie anhören. Okay. Okay, Ramophant legt jetzt euch nahe. Wenn ihr was über Wikinger wissen wollt, YouTube. Einfach, irgendwelche Dokus anschauen. Das hilft mir auch immer sehr, um mein Allgemeinwissen zu verbessern. So, schauen wir mal weiter hier. La 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 la.
Beim Insektenturnier bekommt man die Kakerlake. Ah! Ah, hier ist ja dieser Teppich. Der ist echt schön. Aber hier scheint es ja ganz so verstörend zu sein. Ich meine, das ist halt auch wieder so was sehr altmodisches und dadurch auch von Natur aus was Gruseliges. Aber das eine Haus, das war bis jetzt mit Abstand am besten, würde ich mal behaupten. So. Schauen wir mal. Mal wieder vorbeiflutschen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Valhalla ist das... Okay, Yoshiko schreibt, Valhalla ist das Jenseits in gewisser Weise. Ich glaube, nur Krieger, die würdig wurden, durften dahin. Ah, okay. Oh Gott, also. Aber es zeigt gar nichts. Ein Projektor, der nichts zeigt. Schade. Aber er macht schöne Lichteffekte. Na gut. Na gut. So, dann gehen wir nochmal hoch und runter. Das sind immer für mich immer die aufregendsten Räume, aber das habe ich ja schon gerade erwähnt. Und dann wären wir eigentlich auch schon fast durch. Also ich meine, so durch, wie man hier sein kann. Ich verlaufe mich auf den Inseln ja immer ziemlich. Man kann ja zum Teil Stunden drauf verbringen. Aber man möchte ja nochmal ganz kurz zeigen, was es gibt. Der Code, wie gesagt, den habt ihr am Anfang des Videos, wenn ihr auf YouTube gerade guckt, gesehen. Wenn ihr euch das... Ach, das ist wieder das Mr. Bean-Bild. No, wenn ihr euch das alles in Ruhe angucken wollt, dann gebt den Code einfach selbst ein und dann viel Spaß. Hallo Domi, Grüße. Ich wollte sagen, du musst ja den Emote benutzen, aber kannst du ja nicht. Ich habe extra mal einen krassen High-Emote auf Twitch. Die Wikinger-Saga ist seltsam und auch sehr verworren, schreibt Yoshiko. Das kann gut sein. Oh, oh. Jetzt wird es wieder weniger hübsch hier, ne? Immerhin hat die Person, wer auch immer sie war, im Bett gehabt. Und eine Spindel? Ja, scheint auch bei mir im Keller immer die Leute fest. I want to believe. Oh, hier. Wie der Siedler von Katan oder was das sein soll. Uff. Das Spiel macht mich aggressiv. Schnell weg. Oh, Siedler von Katan ist Hass. Hat einer von euch eigentlich mal Anno gespielt? Ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme. Ich überlege, ob ich immer sowas wie Anno streamen soll oder so. Ich habe irgendwie Bock auf irgendein Aufbauspiel. So. Was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Aha, aha. Ein cooles Magazin. Oh, das Pilzzeug ist so nice, ne? Oh, was ist das denn? Ein riesiger, okay, ein Käfig, wo ein... Oh mein Gott, was ist das da hinten? Seht ihr das? Ich glaube, das ist auch wieder eine Ucha-Bot-Beschwörung mit einem Zwerg, einer Puppe, einer Schildkröte und einem Teddy. Man kann sich selbst dazusetzen. Das möchte ich noch hinkriegen. Vielleicht schaffe ich es ja. Wir gucken mal. Kann ich hier so lang? Ah, da bestimmt, oder? Geht das? Nee, das ist zu weit weg. Oh Gott, das ist fies. Das ist wieder so eine Sache, die man nur sieht, aber wo man nicht rankommt. Bei Anno 1800 bin ich dabei. Oder Age of Empires 2. Oh ja, Age of Empires 2 ist auch geil. Da würde ich auch mitspielen. Ich weiß aber nicht, ob das so, wobei, das kann man schon streamen, aber ich bin, glaube ich, zu schlecht in Age of Empires, oder? Ich habe da, weil mein Spielstil ist nicht so competitive und somit auch nicht wirklich aggressiv. Ich will jetzt irgendwie, wie kommt man denn da hinten hin? Ich will hinten zu dieser Seance, da mit, da, ich sehe doch da ganz unten links das Ucha-Board, da will ich hin. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das ist halt Sinn. Nee, das ist noch eine Ebene weiter unten, ne? Alter, sind die ganzen Inseln hier vor Wochen. Ich werde wahnsinnig. Das ist ja vor allem fies, ne? Man sieht hier irgendwie an irgendeiner Ecke irgendwas, möchte da hin und muss dann einmal quer über die ganze Insel gehen. Mal gucken, ob ich es hier finde. So vielleicht. Oh, ich erkenne nichts. Wo muss ich lang? Hier. Oh Gott, hier sind hier. Oh, eine coole Idee, ne? Die Bilder einfach hier so hinzustellen. So. Damit suggeriert man, dass die Person da begraben ist. Ist auch süß gemacht. Süß gemacht vor allem, ne? Komm ich hier da irgendwie hin? Ja, so. Jeremy Pascal, kannst du uns hören? Gib uns ein Zeichen. Sogar der Gartenzwerg ist voll in Schwarz. Creepy. Was ist hier? Was ist das für ein Schild? Wer wird gesucht? Komm, sag mir, wer gesucht wird. Ich sehe es nicht.
Ich glaube, das ist Rainer, ne? Der so ein bisschen schwarz-rot angemalt wurde mit einem Stift. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir schon einiges gesehen. Und wie gesagt, wenn ihr euch das alles selbst mal angucken möchtet, wie gesagt, am Anfang habe ich ja... Komm schon wieder zurück, ja. Am Anfang habe ich ja den Code gezeigt. Vielleicht denke ich auch dran, ihn in die Videobeschreibung zu packen. Und dann könnt ihr euch den ganzen Spaß in Ruhe auch selbst nochmal angucken. So, das muss ich kurz überlegen. Wie komme ich hier wieder zurück? Coco, hast du eine Ahnung? Ich muss nach ganz unten. Links. Perfekt. Na, ich habe nur Minecraft. Oh, Minecraft wäre auch mal wieder nice. Komm, Falk, Domi, eine Runde Minecraft. Falk macht Furzgeräusche mit dem Mund. Wer bist du? Ach hier, deine Zombine. Pleakley. Moskitos are endangered. Okay, alles klar. Das hast du, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. So. Soos. Schauen wir mal. Go back. Perfekt. Das heißt, wir sind richtig. Ja, ich hab's geschafft. Zack. Das war's auch mit der jetzigen Insel. Wie hieß sie nochmal? Das war Wednesday, eine unheimliche Insel. Das ist schön. Ich habe noch eine Stadtinsel. Die indische Insel wäre auch mal interessant. Ich würde mich auch auf die Märchenwaldinsel freuen. Aber eins nach dem anderen. Ich glaube, ich habe für heute erstmal genug Inseln gesehen. Ich brauche da erstmal eine Pause von. Und nun stellen Sie sich... ja, okay, gut. Danke sehr, Renata. Oh, Pummelparty wäre auch mal eine Idee. Sind natürlich Koop-Games. Kennen einige von euch Pummelparty? Das ist sowas wie Mario Party, nur online, für Steam. Soll total lustig sein. Wir überlegen schon seit längerem, ob wir das mal zusammen spielen wollen. Eventuell auch mit welchen aus der Community. Ja, Bakachu, mit dir rede ich. Wird da Interesse für bestehen? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, die auch bei YouTube zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.